das ist sehr typisch für uns, glaube ich, jetzt. Das ist einigermaßen, versucht man jetzt eine Synthese zu ziehen von dem, was man im, überhaupt aus, in diesem Jahrhundert gemacht hat. Immer Ende des Jahrhunderts kommt auch eine gewisse Übersättigkeit, mhm, nicht? Und eine Art von Dekadenz, würde ich sagen, ja, und was es ja auch richtig ist. Nicht? Wir leben schon eine dekadente Zeit, also schon politisch gesehen. Mhm. Nicht? Und ich schweige von der Kultur, und das hat, das spiegelt sich da ab, in der, vor allem in der Musik jetzt. Nicht? Mhm. Diese Dekadenz, die natürlich auch sehr positiv sein kann. Also ich zum Beispiel, für mich der typische dekadente Komponist war Mahler. Doch, mhm. Nicht? Und jetzt ist vielleicht die Zeit, so etwas auch zu machen.